ISG-Schmerzen, ISG-Probleme. Wenn du dazugehörst, ich bin Roland Diebscher-Bracht und wir machen eine kleine Routine mit drei Übungen, mit der du gute Chancen hast, das Problem in den Griff zu bekommen. Die erste Übung machen wir am Boden. Geh auf den Boden, setz dich hin oder auf den Teppich oder auf deine Matte und leg dein rechtes Bein so neben dich. Wir zeigen die Übung rechts. Wenn du links das Problem hast, machst du es auf der linken Seite. Ja? Und wenn du auf beiden Seiten betroffen bist, dann machst du einfach beide Seiten. Du legst dein Bein so neben dich und dann versuchst du, wie weit du mit dem Gesäß zu deiner Ferse kommst. Kann sein, dass du ganz rankommst, aber ist eher unwahrscheinlich, weil da hättest du nicht so viele Probleme. Oder du bist vielleicht ein bisschen im Abstand. Ich zeig's mal, wenn du auf Abstand bist. Du musst halt einen Boden haben, wo du nicht so leicht wegrutschen kannst. Und dann ziehst du deinen Bauchnabel ein, nimmst ihn nach hinten und dann merkst du, je mehr du jetzt mit dem Rumpf nach hinten gehst, umso mehr entsteht hier die Dehnung. Und das ist die Dehnung, die die Ursache dafür bekämpft, dass hinten die Verspannungen sind. Weil du musst immer so denken, hier vorne ist zu kurz, hier ist zu verspannt. Und um das auszugleichen, spannt hinten gegen, weil sonst der Körper immer nach vorne gezogen würde. Und deswegen, wenn wir hier vorne die Spannung auflösen, hast du hinten direkt entspanntere Muskeln. Und rings ums ISG sitzen ja vor allen Dingen auch die Gesäßmuskeln. Ja? Und in diesem Bereich der Gesäßmuskeln, der tiefen Rückenstrecke, da spielt sich die ISG-Blockade ab und das lösen wir damit auf. Du gehst immer weiter nach hinten und dann merkst du ja, wenn du nur ein bisschen den Bauchnabel nach hinten nimmst, hast du gleich mehr Dehnung hier vorne im Oberschenkel. Und jetzt atmest du dich schön rein. Du atmest tief ein und tief aus, alles durch die Nase. Und wenn du merkst, dass du jetzt während des Übens näher mit dem Gesäß zur Ferse kommst, dann gehst du ein Stückchen näher dran. Und gleichzeitig kippst du im Hüftgelenk deinen ganzen Rumpf immer weiter nach hinten. Und wie gesagt, steuer dabei den Bauchnabel an, weil dann hast du die direkte Übertragung ins Hüftgelenk. Wenn du im Rumpf insgesamt ins Hohlkreuz gehst, das hat nichts mit dieser Dehnung hier zu tun oder nur sehr, sehr viel weniger. Dann gehst du immer weiter nach hinten und löst schön vorne diese ganze Spannung auf. Das viele unausgeglichene Sitzen, das ist einfach das, was uns quält, was bis ins ISG reinwirkt, wodurch Rückenschmerzen entstehen, wodurch der Ischias überreizt ist, weil der durch das Gesäß verläuft, was viel zu angespannt ist und so weiter. Und dann kommst du langsam wieder heraus. Und jetzt gehen wir gleich in die Reaktion eine Etage höher, nämlich in die unteren Rückenstrecke und Teile des Gesäßes auch. Mach deine Beine auf einen 90-Grad-Winkel, stell die Knie darauf ein und guck mal, ob du nach vorne kannst. Wenn ja, halt dich da fest, bis wohin du kommst. Wenn du nicht ganz so weit vorkommst, hältst du dich halt hier fest. Wenn du die Schlaufe hast, dann könntest du auch mit der Schlaufe oder einem Handtuch dich so nach vorne ziehen, deine Arme quasi verlängern. Ja? Aber egal wie, dort, wo du ziehen kannst, ziehst du und dann merkst du, je mehr du dich nach vorne ziehst, umso mehr dehnt es im unteren Rücken. Und auch da gehst du jetzt auf einen Schmerz, auf einen Dehnungsschmerz, der gerade noch gut erträglich ist. Und ziehst dich immer weiter nach vorne. Ja, immer weiter nach vorne ziehen. Schön atmen dabei. Wenn du merkst, du bekommst mehr Platz, das Ganze dehnt schon ein bisschen, wird länger, läufst du einfach auf dem Gesäß zurück, bis du wieder mit fast gestreckten Armen oder ganz gestreckten Armen deine Füße erreichst und ziehst dich immer ein Stückchen weiter nach vorne. Setz mal ganz bewusst die Atmung ein. Atme mal durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus und wieder ein und wieder aus. Und jetzt koppel das mal so, dass du beim Ausatmen
dich weiter in die Dehnung reinziehst. Immer beim Ausatmen, weil dann entspannt der Körper sowieso und du nutzt diese kurze Entspannung, diese Tendenz nachzugeben, um gleich ein bisschen weiter in die Dehnung hineinzugehen. Und dann kommst du langsam wieder heraus. Und jetzt müssen wir auf einen Stuhl. Nimm dir einen Stuhl. Setz dich darauf. Etwas weiter vorne, dass du ein bisschen Spielraum hast. So, und jetzt geht es darum, dass du erstmal guckst, wenn du das linke Bein streckst, für die, die rechts üben, ne? Die für die rechte Seite üben, für die anderen ist es immer umgekehrt. Und du legst das rechte Bein drauf. Geht das? Und dann gehst du immer ein Stückchen höher mit deinem Bein, indem du das Knie, das linke, zunehmend beugst. Dann drückst du das rechte Knie mit deinem rechten Ellbogen runter. Und jetzt könnte es schon hinten im Gesäß ein bisschen ziehen. Und das verstärken wir jetzt, weil das ist jetzt die Dehnung, die direkt rings ums ISG alles frei macht. Ja? Und zwar, geh mal ins Hohlkreuz, ganz, ganz gerade. Und jetzt ziehst du dich mit der linken Hand, ziehst du dich nach vorne, während der rechte Ellbogen das Knie eher runterdrückt. Ziehst du dich nach vorne und dann merkst du, dass es im Gesäß anfängt zu ziehen. Und das steigerst du jetzt bis dahin, dass sich dieser Schmerz im Gesäß gerade noch gut ertragen lässt. Normalerweise müsste es jetzt direkt in deinen ISG-Schmerz reinziehen. Und wenn du eine Blockade hast und dich nicht richtig bewegen kannst, dann könnte es sogar sein, dass es bei der Übung ein bisschen knackst. Dann setzt sich durch die Übung dein Körper wieder in die Zusammenhänge, also in die knöchernen Strukturen, dass sie so zusammenpassen, wie es gehört, und es wird korrigiert. Aber du machst keine plötzlichen Bewegungen, ja? Nur ganz ruhig bewegen. Plötzliche Bewegungen sind immer eine latente Gefahr für den Körper. Atmest wieder ein und atmest wieder aus und kommst im Ausatmen ein bisschen weiter vor. Und wieder einatmen und ausatmen, ein bisschen weiter rein. Das machen wir jetzt noch eine halbe Minute, dann haben wir es geschafft. Und dann wiederholst du diese Übung, diese Routine am besten jeden Tag. Du kannst sie auch zweimal am Tag machen. Halt aber genau die Zeiten ein, übe am besten mit mir zusammen, dass die Zeiten stimmen und dass die Feinheiten und die Einzelheiten immer wieder erklärt werden. Tief einatmen und ausatmen und noch ein bisschen weiter. Und dann kommst du langsam wieder raus und fühlst mal ins ISG rein. Und es kann sehr gut sein, dass sich das schon besser anfühlt.